Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play XCOM Enemy Unknown. Und ja, was soll ich sagen? Ich habe leider wieder Videomaterial verschusselt und diesmal ein bisschen viel mehr. Die quasi ganze letzte Mission hat gefehlt. Aber sie ist relativ erfolgreich gelaufen. Ich meinte, ich hatte niemanden verloren und sogar einen weiteren Soldaten benennen können. Ich glaube, Säge war es mit einem Assault. Und ja, jetzt geht es weiter. Und ich habe gerade die Cobra beim Trainieren erwischt, in Rüstung. Extrem lustig. Und wo wir schon bei lustigen Sachen sind, ich habe hier auch noch in der Basis was Lustiges entdeckt. Und zwar hier im Engineering-Bereich. Tada! Caution, this device contains explosive materials. Do not expose to heat or pressure. Do not kick the device. Avoid manhandling and or panhandling. Store in a cool, dry place. In einem kühlen, trockenen Ort aufbewahren. Ja gut, des Weiteren habe ich einiges weiter an Forschung in Auftrag gegeben. In der Foundry vor allem. Wir sollten bald Schiffs haben, die wir ebenfalls ein wenig mal benutzen können. Nur damit ich es auch mal zeigen kann. Normalerweise bin ich kein großer Fan davon. Und wir haben zum ersten Mal unsere Plasmawaffen ausprobieren können und können die auch gleich benutzen, um einen kleinen Scout zu bergen, den wir heruntergeschossen haben. Machen wir auch sofort am besten. Ich schau mal eben. Ja, wir nehmen meinen Support wieder mit, den wir dann hochtrainieren können. Und ansonsten nehmen wir das normale Team mit. Ich habe mir auch inzwischen dann angewöhnt, zwei Medkits mitzunehmen, weil das, glaube ich, schon wesentlich zum Überleben der Truppe beitragen wird. Ja, los geht's. Ist ja direkt gleich um die Ecke. Dropship has arrived. Brazilian authorities have requested our help. So that's where we're going next. Launch Mission. So. Hier los mit der Flare dort. Auf jeden Fall dürfte das wirklich gar kein Problem dann darstellen. Ich meine, kleines UFO. Was ist das Schlimmste, was passieren kann? Aber das habe ich die ganze Zeit immer gesagt. Mal sehen, wo wir dann schlussendlich gleich die Absturzstelle finden werden. In den Flugmodus. Ich hatte übrigens nochmal nachgeschaut. Es gilt tatsächlich nur eine Bewegung immer als Verbrauch von Treibstoff. Das heißt, solange wir stationär bleiben, dürfte eigentlich nichts passieren. Jo. Wunderbar. Sie ist in Position gebracht. Und mit dem Rest rücken wir dann einfach mal nach. So. Säge auch noch. Der Neue. Die Neue. Und mal sehen, was die Aliens anstellen. Und was wir entdecken. Einen Schritt nach vorne. Immer schön in Deckung bleiben. Weiterhin das A und O. Ein Stück vorwärts. Ich habe hier unseren Trainingsassault habe ich mit einem Plasmagewehr ausgestattet. Aus dem ganz einfachen Grund, dass er damit ein bisschen gefahrloser, da er jetzt ja noch nicht die ganzen lebenshaltenden Skills hat, die später kommen, einiges gefahrloser agieren kann und ein bisschen Erfahrung sammeln kann. Ah, dort hinten sehe ich schon brennen, das heißt, da wird das UFO dann wohl auch sein. Dann können wir uns ja ganz gediegen
von hoher Deckung zu hoher Deckung mogeln. Wunderbar. Er hat sich noch nicht bewegt, hier. So, einen Schritt nach vorne. Und unser Sniper geht dann mal hier hin. Das sollte dann eigentlich für alle reichen. Jo. Ganz ruhige Nummer schieben wir hier. Ein weiter nach vorne. Ah, immer noch nichts zu entdecken. Aber das macht nichts. Das wird schon. Ich gehe auch jetzt ein kleines bisschen vorsichtiger noch extra vor. Also ich werde nicht bevor, wir nicht komplett in Position... Ich werde halt die Züge nicht beenden, bevor nicht alle in Position sind. Oder ich irgendetwas anderes erwarte. Es muss ja hier sein. Hier ist ja auch das ganze Wrack. Es könnte aber langsam mal was kommen, finde ich. Ha. Heavy noch nachziehen. Na gut, und du bleibst hier. Ein Stück nachziehen. Mann! Verdammt nochmal Spiel! Immer noch nichts. Das macht mich ja ganz kirre hier. Warten wir mal noch eine Runde. Und dann können wir uns weiter vorwagen. Von dort. In die Richtung habe ich mich natürlich deckungstechnisch kaum abgesichert. Was eigentlich auch nicht sein muss, denn... Wie mit der heruntergelassenen Hosen erwischt werden, kann man ja eigentlich nicht, wenn man keine Aliens sieht in seinem, am Ende seines Zuges. Die Gruppen müssen ja immer aktiviert werden. Gut. Aber eine riesige Fläche hier an Vernichtung. Ach, immer noch nicht. Hä. Das ist jetzt aber seltsam. Ich muss sagen, den Sprint dorthin will ich nicht unbedingt wagen. Ah. Normaler Muton und ein Elite. Jetzt haben wir nämlich von allen noch die Aktion bereit. Erstmal schauen, was unser Sniper ausrichten kann. Ist aber in Deckung. Probieren wir erstmal das hier. Damit er ein bisschen näher kommt. Zum Kuscheln. Und diese kleinen Mikroruckler-Regen machen mir ein bisschen Sorge. Denn die haben schon vorhin, bei einem Video vorher mal dafür gesorgt, dass es ein kleines bisschen unsynchron wird. Rüstung, sondern die Deckung weggeschossen kriegen. Oh, großartig.
Na, wo ist denn hier unser Säge? Da haben wir sie ja. Hast du dich hierhin begeben? Und den hier abstauben, hoffentlich. Ah, schade. Da muss das jemand anders machen. Ausgezeichnet. Ohne irgendwelche gefährlichen Zwischenfälle. Kova geht kurz vor. Ach, so ist das abgestürzt. Hm. Das ist aber ein ziemlich weiten Landungsweg, den das Ding hinter sich hat. Sollten eigentlich hier gefahrlos vordashen können. Dann hier nachladen. Ich muss unbedingt dafür sorgen, dass ich jetzt bald dieses eine Foundry-Projekt noch ans Laufen kriege. Das mir ermöglicht, mehr Munition zu tragen. Weil das ist ja doch schon etwas, was die Fähigkeiten meiner Jungs ganz schön einschränkt. Ein bisschen inzwischen von Mädels sprechen? Eigentlich schon. Sind in der Überzahl. Sogar massiv. Ha. Soll sich noch einer über die Frauenquote beschweren bei XCOM? Gut, einen Schritt näher. Ach, er nur. Unserem Sniper sichtbar? Ja. Auf jeden Fall. Ah, das ist schon teilweise unfair. Ah, so ärgerlich, dass ein voll ausgebildeter Sniper weggestorben ist, aber eigentlich sollte einer ausreichen. Man sieht ja, wie mächtig sie sind, und da sind, glaube ich, ein paar mehr Frontleute, die dann scouten können, glaube ich, auch auf lange Sicht wertvoller. Dürfte höchstens nur noch eine Gruppe hier irgendwo rumlungern. Ich bin mir nicht mal sicher, ob die sich im Raumschiff aufhalten wird. Müssen wir wohl gleich einfach auf den, auf die Geräusche warten, ob wir irgendwas irgendwo hören. Ah, hinterm UFO wahrscheinlich. Kann Silent sich schon mal hier wieder in Position bringen. Dann wird gleich weiterhin Feuerschutz geben können. Oh, da vorne sitze. Eigentlich ein bisschen ungünstig dann jetzt. So. Flankiert. Zweimal Schrot in die Fresse. Ist ja inzwischen gegen kritische Treffer immun. Das heißt, wirklich viel Schaden anrichten kann der Gegner gar nicht. Ach, 23%. Und eine Promotion. Das, ich glaube, das Spiel hat einiges gut zu machen und das weiß es. Das Spiel hat einiges gut zu machen und das Spiel weiß das genau.
Great work, Commander. Great work, Commander. All of our deployments go this well. Ha, wunderbar. Gut, sie darf jetzt ebenfalls eine weitere Rakete mitnehmen. Und unseren Medic können wir jetzt endlich nutzbar machen. Sehr gut. Dreimal Mutonenleichen, Illyrium ein wenig, Alien Alloys, Power Source. Ich muss jetzt kurz schauen. Ah ne, hier haben wir schon alles. Ich wollte in der Foundry nachschauen. Ob das jetzt ausreicht? Genau. Wir haben jetzt nämlich genügend Mutonenleichen, um Ammo Conservation zu erforschen. Und das ermöglicht uns mehr Magazinen, mehr Munition in einem einzelnen Magazin aufzubewahren. 14 Tage sollten wir unbedingt machen. The foundry is already warmed up. I'll make sure to notify Gut. you as soon as production is finished. Kurze Folge, aber egal. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.